Nein, lass Quali in Ruhe. Du siehst. Also heute stelle ich mich schon. Regine soll nicht erraten, was dein Lieblingstier ist. Regine soll ich erraten, was dein Lieblingstier ist. Dein Arsch hat mich getreten. Dachs. Katze. Volt Age Crash. So wird's ausgesprochen. Da es Englisch ist und mein Discord-Profilbild eine Einsignorkel. Oh. Aber Sie sehen, wie viel Leben der noch hat. Aber Gold. Schau, wie viel Leben der noch hat. Oh mein Gott, jetzt. Oh Gott, wirf doch irgendwas. Nice. Volt Age. Fünfter Versuch, ne? Ja. Nein. Keine Katze, kein Dachs. Was könnte sein Liebling? Aber ist nicht Wolf, oder? Da bist du auch so ein Wolf-Mensch. Wie viele Versuche hast? Drei. Nee, er hat nur Versuchs gesagt. Bist du so ein Wolf-Mensch, Regine? Nicht, dass es schlecht wäre, ein Wolf-Mensch zu sein. Ach ja, ja. Also Maxi schämt schon wieder alle. Das tue ich gar nicht. Ich frage nur, ob er auch ein Wolf-Mensch ist. Ich habe kein Lieblingstier. Ach, ich wette, erraten? Regine hasst Schildkröten. Warum? Weiß nicht. Bauchgefühl. Lasche aufwerten. Jetzt der Joke. Bolt, was isst du heute noch? Bolt, Age Crash. Bolt, Age Crash. Du hast nämlich heute noch nichts gegessen, deswegen musst du noch was essen. Nee, ich mag Hunde. War klar, dass Regine ein Wolfskind ist. Ja, es ist Hund. Das ist was anderes als Wolf. Ja, aber so ähnlich. Nichts und nein. Und nenn mich bitte Bolt. Oh, heute wollen wir alle anders genannt werden, als sie aussprechen. Nenn mich ab jetzt Michael. Okay, Michael. Nee, Schildkröten. Achso, ich hasse Hunde. Gerade eben habe ich gesagt, ich hasse Hunde. Hast du gesagt? Habe ich gesagt? Nee. Also ich mag keine Hunde. Es gibt Hunde, die ich mag, aber so Hunde, die richtig mögen. Es gibt ein paar Rassen, die ich wirklich gerne mag und es gibt ein paar Rassen, die ich überhaupt nicht abkann. Ich möchte Loretta gerne. Nee, ich habe gesagt, Regine hasst bestimmt Schildkröten. Schildkröten? Schildkröten, habe ich gesagt. Ich hatte, also jetzt kommt hier ein kleiner Fun-Fact. Ich hatte mal eine Schildkröte. Die hieß ganz kreativ Schildi, also no joke. Die hieß, also wie Schildkröte, Schild und einfach ein I, Schildi. Und ich war jetzt kein kreativer Name, weil Hallo Rose. Hallo Rose Yuki. Na, alles klar. Das war jetzt kein kreativer Name wegen ein Panzer, wegen Schild. Nee, das war es nicht. Das war einfach, weil eine Schildkröte ist, ne? Sonst hätte ich ja noch damit flexen können, aber nee. Die ist aber leider schon verstorben. Sehr schön. Die hat leider den Winterschlaf nicht überlebt. Du hast schon wieder vergessen, dass in Elden Ring alle Schildkröten als Hund bezeichnet werden, ne? Ach so, Gott, Mann, Regine, du bist einfach zu intelligent für mich. Ich mag das aber. Ich wusste das. Ja. Ich wusste das. Ich wusste das. Aber du wusstest es gerade eben nicht. Doch, Regine, ich wusste das. Ich habe echt dran gedacht. Du weißt, dass alle Menschen... Ich habe echt dran gedacht. Alle Menschen haben das gehört. Echt, haben das alle gehört. Aber ich habe wirklich dran gedacht. Habe ich jetzt meine Schildkrötengeschichte erzählt? Ja, hast du. Und die war echt schnell, die Schildi. Und die konnte zubeißen, ne? Glaubt man kaum. Eine Schildkröte konnte zubeißen. Ja, uns geht's ganz gut. Wie geht's dir? Uns geht's gut, ja. Wir sind gut gelaunt. Bruh. Schnappschildkröte. Nee. Alter, die kann schnappen. Und Schildkröten. Hätte diese mit den langen Hälsen, mit der komischen Nase. Die sind so hässlich. Bolt, was machst du gerade? Spielst du was, Bolt? Du bist mega gelaunt. Jetzt hat er gleich wieder keine Punkte mehr und dann battelt er wieder. Paints? Nee, du machst ein Video. Was machst du für ein Video? Das ist ja super spannend.
Haynes, was ist dein Lieblingstier? Haynes? Haynes, was ist eigentlich dein Lieblingstier? Zerberstung ist nicht da, aber ich glaube, Zerberstung wird es mir nicht mal sagen. Du hast dir ein neues Auto gekauft gestern. Was hast du denn gekauft? Was denn für ein Auto? Oh Mann, gib mir 490 Points. What are you talking? What are you Sag doch, jetzt gibt talking? alle seine Punkte aus und dann bettelt er wieder. Du kannst mal sagen, was dein Lieblingstier ist, Pains. Hyundai Coupé, der ist auch geil. Wollte das damals als mein erstes Auto. Hyundai Coupé. Du weißt ja, Pants, ne? Nö. Aber Nö. wenn du abonnierst, kriegst du mehr Punkte. Das ist echt so. Kriegst du 1,2 mal so viele Punkte. Ja, da hast du so Multi. Ich weiß auch, also dem weiß ich nicht mal, wie ich Punkte vergeben kann. Eine Hand wäscht die andere. Was? Ja, die Hand, du abonnierst und du kriegst mehr Punkte. Eine Hand wäscht die andere. Wir wissen gar nicht, wie man Punkte vergibt. Ich Nee. glaube, das geht gar Ich weiß auch nicht. nicht, wie man Hände wascht. Genau. Paints, was ist eigentlich dein Lieblingstier? Döner Kebab wahrscheinlich. Die Wurst. Einfach zu spät gesprungen. Das ist eins dieser Monster, wo es wirklich sinnvoll ist, einfach nicht anzuvisieren. Übers Dashboard. Ja, gibt dir aber keine extra Würste. Was gedacht? Niton! Hallo Niton! Wie geht es dir? Wie geht es dir? Was machst Ja, du? ich habe dich gefragt, was du für ein Video machst und dass das super interessant ist. Ja, Bolt, was machst du für ein Video gerade? Und Niton! Was ist dein Lieblingstier? Was ist denn dein Und wie Lieblingstier? geht's dir, Neiden? Ist alles klar? Wie geht's dir? Nein. Wie war dein Tag, Neiden? Nein. Bist gerade am Essen, was isst Guten du? Der isst bestimmt irgendwas Geiles. Appetit. Ein TikTok von einer App. TikTok von einer App. Deine Informationsvielfalt lässt wirklich zu wünschen übrig, Bold. Was denn für eine App? Kann man den Drachen eigentlich legen oder haust du einfach immer ab? Dauert ab. Immer. Weil bei mir ist er nämlich abgehauen letztens und dann ist er weg gewesen und ist einfach wiedergekommen und hatte genau so weniger Leben. Der Niton hat gerade Nicht! ein. Ob ich als Crew. Ja, ich hab unendlich Kanalpunkte, ja. Gatchanox, okay. Unlimited. Ja, weißt du warum, Niton? Weil mir gesagt wurde, es ist schlauer, am Anfang einen Werbeblock zu machen. Also habe ich Werbeblock am Anfang gemacht. Und das mache ich jetzt so lange, bis sich wieder jemand beschwert und dann mache ich es wieder so, wie es vorher war. Unser Traumauto, also meins und ich weiß nicht, ob sich Doc dazu äußern möchte, aber meins ist auf jeden Fall Tesla. Tesla Model X oder Model S Plate, der war auch geil. Ja. Ich hatte keine Lul. Du hattest keine. Ford Raptor. Ist das nicht dieses Auto, das sich auch der Ding gekauft hat? Der Drachenlord? Echt? Ich glaube schon, ja. Chevy Impala, ja, cool. Ich kenne keinen Slagbaum. Ford Raptor, großer Truck. Ja, braucht keiner. Chevy Impala. Der Chevy Impala ist was Ich Altes. finde halt so ein großer, der lohnt sich halt im Ausland viel mehr als hier in Ja, Deutschland, so in ne? der Wüste oder so wäre das geil. Oder ein GTO. Carry on, wayward soon. Okay, das ist ein Ford Oh. Raptor.
Dann hatten wir, was hatten wir noch? Kadett 8. Hä, das ist dein Ernst, Jolly? Das ist ein 8er Kadett. Wer hat das geschrieben? Der Jolly. ja, GTO ist auch ganz geil. Hier, das sind GTO. Das sind die alten Muscle Cars, weißt du? Oh, das ist aber schön. Und das ist ein Chevy Impala, warte. Chevy. Chevy. Wow. Ja, das sind die ganzen alten. Bei mir gab's ein paar Nudes. Also die Chevy fand ich am schönsten. Bei mir gab's ein paar Nudes. Lieblingstier? Hm? Wahrscheinlich die Kuh, wenn die matt. Ich stehe jetzt hier bei einem Kumpel, bin gerade bei ihm zu Hause, er arbeitet. Er wird aufbereitet und in 3 Wochen kommt er zu mir. Mein Twingo ist total schaden, mega viel kaputt gegangen. Jetzt hat es einen Unfall, oder? Ja, 67. Ich habe ihr auch, der Maxi gerade auch den 67er gezeigt, weil ich mir das schon gedacht habe. Nee, hatte keinen Unfall. Verschleißteile, Totalschaden vom Verschleißteilen. Mhm. Das ist aber ziemlich hart verschlissen. Also brauche ich eigentlich gar nicht gegen den Drachen zu kämpfen, oder wie? Letztes Mal habe ich dem voll aufs Maul gegeben. Doch. Ups. Also der muss quasi abhauen. Mit Jean kennst du das kleine Kind, was sagt, lügen darf er nicht? Nee, das kennt jeder. Immer wenn jemand doch schreit, habe ich das Bedürfnis. Nee, zu machen. Ja, genau. Nee. Was kann ich denn da eigentlich dagegen machen? Gar nichts, gell? Nee, Lügen darf man nicht sagen. Doch. Nee. Steig auf den Gaul. Hat dieses Spiel so ungefähr 300 Iframes. Er hat ein Schwert! Er hat ein Schwert! Nee. Meine Brille ist immer noch nicht da. Meine Brille ist immer noch nicht da. Du kannst eine Vorhersage aufmachen und da 10.000 Punkte reinstecken und alle, die was davon haben wollen, wetten dann gegen dich. Der dich gewinnt, dann halt der Stream. Ach so. Wir haben schon, also wir haben auf jeden Fall was getrunken, ja. Das Elden Ring Artboard verspätet sich auch, ja, Seth. Was könnte man denn für eine Vorhersage machen? 10.000 Punkte sind viel und ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn der Pains 10.000 Punkte hat. Muss ich mal kurz gucken, was man da machen kann. Verteilt sich dann auf alle, die mitmachen. Ach so. Ist ja cool. Wie macht denn das? Wie macht man das? Wie macht man das? Chat-Markierungen, Chat-Einstellungen? Ja, nein. Das sind Rookie-Numbers. Kann nicht meinem eigenen, deshalb würde ich ja sagen, wer will Punkte? Ich und ich nicht. Ich habe leider gerade kein Wasser hier.
so. Ach so, ja, aber das wäre wär ja schon cooler, wenn es irgendwie. Also erstmal weiß ich nicht mal, wie man Vorhersage, wie man sowas macht. Weil ich ein Twitch-Rentner bin. Punkte verschenken. Maxi, du gehst jetzt nicht schon wieder. Ja, und jetzt habe ich den Chat komplett weggemacht. Ich kann nicht mehr sehen, was ihr sagt. Und jetzt fängt der Chat von vorne an. Nee, doch nicht. Schmeckt am besten. Sounds good. Ah, hier. Viel Spaß bei Nintendo spielen. Es kommt darauf an, was das für ein Video ist, Bolt Voltage. Wenn das Werbung ist, dann ist das problematisch. Irgendjemand hat uns schon wieder verlassen. Aber wieso? Ja, dann, warte, ich schau mal ganz kurz, wo wir das reinpacken könnten. Ich glaube, ich mache einfach kurz einen neuen Dings auf. Ne, ist keine Albumwerbung, Paints, alles gut. So, Mann, wenn ich noch nicht so dumm wäre. Ich mache jetzt hier einfach einen Kanal auf, den nenne ich Eigenreaktionen. Punkt. Ne? Doch. Erstellen. Discord öffnen und das Video am Handy, wie kann ich das schicken? Boah, keine Ahnung. I don't know. Aber ich habe jetzt. Ich habe jetzt einen Kanal aufgemacht. Da kannst du das, wenn du willst, reinposten. Unter Eigenkreation. Wenn du möchtest. Das sieht bei mir nur komplett anders aus als bei dir, Regine. Ich muss es dann über Twitch selber machen. Und das ist ja bei mir nicht offen. Ich habe ja nur OBS zu laufen. Wie nett der heute ist. Ganz locker vierstellig. Thomas, Thomas. So. Nein, falsch. Videoproduzent. Wer war das? Martin. So. Stream Manager. Dann ist das ja wahrscheinlich hier. Da war ich noch nie drin. Richtiger Salty Boy. Vorhersage starten.